So, und damit herzlich willkommen zur ersten richtigen Webcam-Aufnahme. Ich hatte ja in der letzten Folge schon mal die Webcam angekündigt, aber irgendwie dachte ich mir dann, ja, nee, Webcam aktivieren ist dann doch ein bisschen zu langweilig. Da machen wir dann lieber irgendwie was anderes. Was war das denn? Also jetzt zur ersten richtigen Webcam-Aufnahme. Aua. Als Bus? Mehr Mana. Jetzt wo er tot ist, gebe ich in die Mana-Kiste, ne? Ich bin auch so schlau. Hier ist nicht mehr. Okay. Ja, die Stelle kenne ich noch. Das wird sehr lustig jetzt so. Okay. Super, hätten wir die erledigt? War das nicht irgendwie schwerer? Oder bin ich... Oh! Bleib wo du bist, bleib wo du bist, bleib wo du bist. Hilfe! Alter, diese Viecher! Wow. Geister, irgendwas kommen. Das finde wenig Mana. Du hast wenig Skill. Das hat man in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme schon mal mit deinem Skill. Moment, hier und... Es rennt mir der eine natürlich davor, sodass ich den Rest nicht treffe. Euer Begleiter. Ich habe wenig Mana. Kann man zerschießen? Ich brauche mehr Mana. Ich bin verrückt. Mit! Ihr seid hinüber. Das war jetzt nicht so das Feine. Also da muss ich mal... Hier, oh Gold. Okay, das tut mich jetzt beruhigen. Das Gold, das tut mich jetzt... Also mit dem Gold, da kann ich... Also da muss ich jetzt einfach mal sagen... Toll. Haben wir einen Zünder mit... Ah, wir haben einen Zünder mittlerweile. Sehr schön. Naja, Trap. Ich wollte gerade sagen, so viel Schaden kann die Trap nicht machen oder zieht mir die Trap einfach mal ein halbes Leben ab. Pff. Why not? Schlimm wäre es, wenn es so One-Shot-Traps gibt und du hast nicht raffst und du einfach tot bist dann. Das wäre, glaube ich, also dann würde ich und... Oh ja. Oh, super. Oh. Sterbt bitte. So, was haben wir denn da hinten? Ich kann nicht mehr tragen. Ulala. Mein Inventar ist voll. Nein, gehen wir auch mal ins Kitty Caddy. Wir müssen uns ja eh noch skillen, glaube ich. Haben wir eigentlich alle Klugsteine verballert? Ja. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken, was wir hier haben. Das kann weg. Das kann weg, das kann auch weg, das brauchen wir eh nicht alles. Das sind ja für andere Helden. Der Bogen, man kommt nicht mit unserer Pistole mit. Kommt auch nicht mit. Nein. Das ist nicht schlecht, aber ich mag lieber den kompletten Schaden. Das auch nicht, das auch nicht, das... 4 Mana, 4 Rüstung gegen Körperschaden. Ne, ist mir auch zu billig. Das sowieso nicht. Der kommt hier rüber. Ledermütze auch nicht. Leerer Sockelstein. Alter, nehme ich. Und dann packen wir da Eispanzer rein. Und was wir noch nicht haben, also oder wenig haben, ist Schadensbonus für Fernwaffen. Nehme ich. Ich würde jetzt eigentlich Giftpanzer reinpacken, aber das gefällt mir auch. Den schmeißen wir noch nicht weg. Vielleicht kriege ich den Eistodstein da wieder raus. Den behalte ich auch mal. Der gibt Leben ohne Ende. Das Ding fliegt weg. Das kann Gesundheit.
5 Rüstung gegen Körperschaden und ein leerer Sockel. Nehme ich mal nicht. Erfordert Stufe 18. Giftpanzer ist geil momentan, aber nee, nee. Gefundene Goldmenge wird um 3 erhöht. Das ist hart. Behalte ich auch mal. Den brauchen wir dann nicht mehr. Die kann auch weg. Kann weg. Kann weg. Und dann schickt man Begleiter mal los. Begleiter ist fortgegangen. Jetzt habe ich gerade Sperma-Schild gelesen. Okay. So, ach, da unten. Da oben ist ja noch einer. Ich komme bloß nicht ans Gold ran. An das komme ich ran, zum Glück. Dann schauen wir mal ganz kurz jetzt hier allein hier runter. Sollten wir es eigentlich schaffen. Wir haben ja fast alles weggeputzt. Wir haben noch 2 Heiltränke. Das ist natürlich eigentlich gar nichts. Okay, hier ist nur ausweichen. Sagt der und starb. Tot? Tot. Sehr schön. Eigentlich ist es nur ausweichen. Die spinnen doch. Ich habe wenig Mana. Du hast wenig Skill. Okay, der ist weg. Ja, super. Okay. Gut, da haben wir den auch weg. Das war jetzt sehr schön. Und jetzt... Ah, nein. Nein, hier hinten. Hier hinten war noch dieser Typ. Oh, nee. Warte, ich skill mich erstmal kurz. Ich würde gerne... Euer Begleiter kehrt zurück. Faustbüchsenmeisterschaft. Eure meisterlicher Umgang mit Faustbüchsen erhöht eure Chance, dass die Schüsse eure Zeugen verwirren. Eure Fertigkeit im Umgang mit Pistolen ermöglicht es euch, mehr Schaden anzurichten, wenn ihr 2 Waffen gleichzeitig habt. Manchmal schafft ihr es sogar, die simultan abzufeuern, tödlicher Wirkung. Immer aktiv, plus 2 Schadensbonus beim Führen von 2 Waffen, plus 2 höhere Chance auf Exekutierung. Klingt geil, ich guck mal weiter. Ausweich, Giftexplosion, ihr beschichtet eure Waffen mit einer giftigen Reagenz. Tötet ihr einen Gegner, besteht eine Chance, dass... 6 Meter weiter Gegner im Bereich Schaden zufügt. Aha. Teilt den Reichtum. Alle Begleiter und Verbündeten erhalten 16 Meter, erhalten einen Anteil von eurem Aufladungsbonus. Ihr selbst erhaltet den gleichen Prozentsatz. Ich glaube, das ist für den Multiplayer da die Fähigkeit. Meister der Elemente. Euer meisterischer Umgang mit den Elementen ermöglicht euch, mit ihnen mehr Schaden anzurichten. Gift erhält einen doppelt so hohen Bonus wie die anderen Elemente. Erhöhter Eisschaden. 2 Feuer. Schattenschlinggeschosse. Ihr verflucht eure Projektile mit Schattenmagie, die eine Chance hat, getötete Gegner mit Schattling-Fledermäusen zu verwandeln, die 10 Sekunden lang für euch kämpfen. Das Todesritual verbessert die Beschwörungsdauer und Angriffskraft. 12%ige Chance auf Shuttling-Verbündete rufen bei Tötung deiner Verursachten. Das klingt geil. Eure Shuttling-Verbündeten leben länger und... Okay, das skillen wir. Geil. Und dann nehme ich ein Todesritual und dann skillen wir die Shuttlinge hoch. Das ist ja geil. Da haben wir unendlich viele Kämpfer, die da mit uns kämpfen. Na gut, unendlich nicht, aber viele. Das gefällt mir. Okay, dann wollen wir gleich mal testen. Da kam jetzt kein Schattling raus, müssen wir mal ein bisschen rumspielen.
12. Schatzling, da haben wir einen. Sterb doch. Hallo. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Genau jetzt könnte ich den Schatten gebrochen. Ich bin verwundet. Das ist mir aufgefallen. Alter. Okay, das wird mich bestimmt noch ärgern mit den Shuttlingen. Jetzt denke ich mir so, oh Shuttlinge, jetzt will ich immer einen haben und dann kriege ich nie so ein Vieh. Und dann denke ich mir so, mein Leben ist scheiße. Okay, wir haben wieder drei. Oh nein, 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 nein. Nicht hier hoch, das kannst du vergessen. Da muss doch wenigstens ein Shuttling rausgekommen sein. Aua. Alter, du gehst mir auf die Nerven. Da kommt jetzt einer raus. Aus dem Vorarbeiter, den ich eigentlich mit den Schatten platt machen will. Da kommt jetzt. Ich sag ja, ich werde mich sehr stark über diesen Spiel aufregen. Ja, so ist das. Man kann die also kaputt machen, okay. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwas bringt. Ich geh mal durch hier. Haben wir hier noch? Nö. Also man kann die kaputt machen. Ich weiß aber nicht, ob es was bringt. Ah, okay, das wird auf der Karte noch nicht angezeigt, der Bereich. Komische Gegend. Da gehe ich jetzt gerade mal noch nicht hoch. Gliederhose. Und Gold ohne Ende. Na gut, ist besser als gar nichts. Nehmen wir natürlich mit. War jetzt nur etwas verwirrt wegen den ganzen Kisten, die hier standen. Okay, und jetzt geht's gegen den Boss, würde ich sagen. Das wird ein Trauerspiel, das sage ich euch jetzt schon. Ja. Genau das hatte ich gemeint. Ich brauche mehr Mana. Du brauchst Skill, Junge! Vergiss das nicht! Oh, ist das ein Vieh! Ich werde einfach nur mit dem Feuerballen harassen. Anders geht das, glaube ich, nicht. Ich harasse, glaube ich, auch so. Ja, ja, geh mal ruhig. Halt's Maul! Der lässt sich davon noch nicht beeindrucken, ne? Ich frage mich gerade nur, warum die Sprengmeister nicht reagieren. Die stehen einfach nur da. Ich meine, das soll mich nicht interessieren. Okay, jetzt legen sie los. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, ja, du hast wenig Mana. Hallo? Alter! Alter! Meine Katze tut ihn zum Glück die ganze Zeit attackieren. Das wird aber... Wow.
Fangmas ist dann auch noch ein bisschen blöd, kann das sein? Die sind jetzt nicht so auf der Höhe. Ich habe wenig Mana. Ja, wenig Mana. Edelklutsteinkorn. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es macht mir es gefällt mir. Huch, da ist ja noch einer. Nee, wo kam der her? Ich kann es nicht sagen. König Poro, König Pork irgendwie haben auf jeden Fall schon mal gut down. Ich gucke echt selten in die Kamera, merke ich, aber es ist auch schwer, muss ich gestehen, bei dem Spiel, weil man sich da halt ein bisschen aufs Spiel konzentrieren muss. Ich habe wenig Mann. Sehr schön, da ist der. Nein. Autsch. Jetzt dachte ich mir, okay, jetzt mache ich einen One-Shot, aber ich glaube, das dachte er sich auch gerade. Ich habe das Slowty nur, wenn ich das mache, kann das sein? Boah. Endlich! Blutsteinschlüssel. Alter, dieses Vieh, ne? Ich laufe hier einfach lang. Gut, dass diese Viecher so langsam sind. Wenn die nicht so langsam wären, dann hätten wir echt Probleme mit denen. Ach, guck mal hier. Ja, moin, Kumpel. Ist das? Natürlich, haben wir jetzt den Boss platt gemacht und die stellen sich uns immer noch in den Weg. Ehre, wem Ehre gebührt. Wow. Ich werde jetzt bestimmt nicht gegen euch verlieren. Nachdem ich euren hässlichen König hier platt gemacht habe. Das wird bestimmt nicht passieren. Ich verstehe den Sinn dieser komisch aufploppenden Pfeiler nicht ganz, aber ich glaube, das muss ich auch gar nicht. Okay. Ich hätte wahrscheinlich hier oben auch kämpfen können. Wäre vielleicht sogar vom Spiel vorgesehen gewesen, dass ich das mache. Habe ich aber nicht. So. Da haben wir jetzt hier noch was gefunden. Ich frage mich halt nur, wofür der Glutsteinschlüssel da ist. Dauer, den habe ich für die Truhe hier benutzt. Ich kann es nicht sagen. Wir gehen nach oben. Und ja, haltet ihr während eines geklickten Laufklicks bla. So, dann haben wir das geschafft. Das war Folge Nummer, keine Ahnung, ich glaube 24 war das oder so. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, denn die 15 Minuten sind schon wieder um. Bis zum nächsten Mal. Adios. Und diesmal ist die Webcam angewiesen.